Auch 2016 eröffnete die Retro Classics in Stuttgart die Oldtimer-Saison im deutschsprachigen Raum. In 8 großen Messehallen wurden Premium-Fahrzeuge, Sonderausstellungen und alles rund um klassische Fahrzeuge präsentiert. In diesem Jahr war auch eine deutliche Tendenz zu den Youngtimern, Fahrzeuge, die unter 30 Jahre alt sind, zu erkennen. Wer für die kommende Oldtimer-Saison ein passendes Fahrzeug suchte, konnte sicherlich auf der Retro Classics bei den zahlreichen Händlern oder auch auf der Privatbörse auf der Messe Piazza fündig werden. Schnäppchen waren selten. Die Preise waren im Vergleich zu den vorgehenden Jahren nochmals angestiegen. Dennoch konnten sich die Händler über zahlreiche Verkäufe freuen. Deutlich erkennbar war der steigende Absatzmarkt für Porsche-Fahrzeuge. Erstmals fand auf der Retro Classics eine Oldtimer-Auktion von Classicbit statt. Das Interesse an der Auktion war sehr groß und viele Messebesucher schauten bei der Versteigerung zu. Doch war deutlich zu erkennen, dass auch bei der Auktion ein echtes Schnäppchen nicht mehr zu haben war. Zwar blieben viele der Fahrzeuge unter dem Estimate, doch zumeist unter Vorbehalt. Rund 90.000 Besucher kamen in den 4 Tagen zur Messe und bestaunten die automobilen klassischen Schönheiten. Wie nicht anders zu erwarten, waren auch in diesem Jahr einige Unikate und wirkliche Überraschungen zu sehen. So zum Beispiel ein wirklich einzigartiger Meccanica Maniero 5700 GT am Stand der Firma FSP Fahrzeugkompetenz. Der Maniero basiert auf der Technik des Ford Mustang und wurde von einem italienischen Unternehmer in Auftrag gegeben. Die Karosserie wurde bei Michelotti gebaut. 1967 wurde das Fahrzeug auf dem Genfer Automobilsalon gezeigt. Auch ein Beweis des kunstvollen italienischen Karosseriebaus ist der MGTF mit einer formschönen Karosserie aus dem Hause Vignale. Während die Serienfahrzeuge noch offen im Stile der Vorkriegsjahre auf den Straßen zu sehen waren, baute Vignale dieses geschlossene zeitlose Coupé. Im Foyer der Messe präsentierte sich ein Nachbau des Bugatti Armand Ester, einem über 6 Meter langen Roadster, der für den französischen Großindustriellen Armand Ester gebaut wurde. Da Ester nur tagsüber mit dem Bugatti auf den Straßen unterwegs war, verzichtete er auf feste Scheinwerfer. Denn er fand, dass die Linie des Fahrzeugs durch die Scheinwerfer zerstört würde. Die Scheinwerfer waren in einem Fach im Heck des Fahrzeugs verstaut. Unikate aus der Automobilgeschichte waren auch in der Lumen-Museumsausstellung zu sehen. Das Lumen-Museum aus Den Haag hatte einige Ausstellungsfahrzeuge nach Stuttgart gebracht und im Atrium ausgestellt. Darunter ein formschönes Talbo Lago 150 SS Figoni und Falaschi Coupé, der elektrische Schwanwagen eines Maharajas oder auch der zentral ausgestellte Mercedes-Benz SSK Rennwagen, der auch mit dem Preis Best of Show ausgezeichnet wurde. Auch unter den Exponaten war der Mercedes-Benz Typ Nürburgring 500, der einst Kaiser Wilhelm II. Als gepanzerte Staatslimousine diente. Die 8 Ausstellungshallen wurden in einzelne Themenhallen aufgeteilt. Darunter eine Clubhalle, in der sich Markenclubs präsentieren konnten und zum Beispiel die US-Car-Halle, in der vor allem amerikanische Fahrzeuge zu sehen waren.
In der USK-Halle war eines der 12 gebauten General Motors Futureliner zu bestaunen. In diesem riesigen Bussen wurden in den 50er Jahren die General Motors Haushaltsprodukte und Entwicklungen dem Publikum auf dem Land in den USA präsentiert. Echte Rennsportgeschichte wurde durch die unterschiedlichen Veritas-Modelle vermittelt. Die Exponate vermittelten dem Publikum die vielfältige Entwicklung der erfolgreichen Nachkriegsfirma Veritas. Porsche zeigte in diesem Jahr in einer Sonderausstellung die jungen Klassiker, vom Porsche 924 bis zum 928. Eine große Sonderausstellung widmete sich der italienischen Motorradmarke La Verda. Unzählige Unikate gaben einen umfangreichen Überblick über die Historie dieser Marke. Auch auf der Retro Classics war eine deutliche Tendenz zu originalen und unrestaurierten Fahrzeugen zu erkennen. Die Preise lagen dabei meist über den Preisen gut restaurierter Fahrzeuge. Doch zwischendrin konnte man auch hier einige Exoten finden. So sollte der aus Kalifornien stammende Mercedes-Benz 190 SL in einem sehr zerstörten Zustand aufgrund seiner Unberührtheit und der Originalität ganze 58.000 Euro kosten. Nur dass eine Wiederherstellung der Straßentauglichkeit bei diesem Fahrzeug in seiner Originalität nur sehr unwahrscheinlich erscheint. Die nächste Retro Classics findet vom 2. bis 5. März in 2017 statt.